Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Und schon wieder sind wir auf der Suche nach Rittersporn. Mission Cabaret. Um das Rosmarin und Thymian aufzupolieren. Schau mal hier drüben. Ryan oder nicht Ryan? Das ist hier die... Ups, genau, da ist er ja. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Nicht besonders sicher, den hier irgendwo vor die Tür zu packen. Aber woher weiß er davon? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat, hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Ich war mal so sauflau, dass nicht mir hier. Blut aus den Ohren kam. Nicht hier. Ah, der nicht Stein. Hier. Auch nicht. Hätte jetzt gedacht, unter dem Stein wär's. Was gefunden? Hä? Ryan oder nicht Ryan? Das ist hier die... Ach. Aha, der Schlüssel. Wieder nicht richtig geguckt. Der Geralt. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Das Schwarze, gerade mit. Vielleicht so. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Das finde ich gut. Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird. Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Blass? Hast du Angst? Du verfluchter Bastard! Ja. Scheiße, los! Wow. Auf ihn! Immer schön drauf auf die Mörte. Ah, geht gar nicht in die Knie, jeder Bursche. Steckt ja ganz gut was ein. Tut mir leid, Liebes. Geralt lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Rubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar.
Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Hubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Naja, die Beziehung haben wir nicht gerade gekittet. Es fliegen wohl doch nicht alle Frauen auf arrogante Trottel. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Am Hafen, ist klar. Wir sind schon wieder hier in der Botenjunge. Bei Onkel Rittersporn. Aber er muss ja irgendwie wieder auf die Füße kommen. Dann wollen wir mal sehen, was beim Hafen wieder los ist. Hilfe, rette mich. Wieso hat er zwei Schwerter? Alter, Vorsicht. Nein, das ist der Trog. Hör auf zu klotzen. Du verhext uns noch die Arbeit. Ist im Eisvogel. Das hält mindestens zwei Tage. Oh, wie weit ist denn das? Ist schon wieder auf einer Mission? Das wird dir jeder sagen. Wir werden ja sehen. Vielleicht finde ich einen Mann, der mutig genug ist. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gallige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt nie mein Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Ich werde dir auf jeden Fall helfen. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Okay. Skellige werden wir hoffentlich bald ankommen, wenn wir hier den lästigen Rittersporn mal losgeworden sind. Was tut man hier alles für seine Kumpels? Dieten. Das gibt Ärger. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Das wirst du bereuen, Mutant. Wart's ab, du kriegst auch noch deinen verdienten Lohn, Blödmann. Immer diese Boxerei. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck, wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots.
die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Nicht sein Ernst, oder? Dass ich jetzt auch noch zu den Wegeboots muss. Ja, doch hier ein bisschen edlen Wein und all so ein Gezeugs. Guck ich doch mal, was hier noch so rumfliegt. Oh, bisschen Zwergenschnaps. Ups. Viel hilft viel halt, ne? Und mehr ist immer besser. Also her damit. Alles klar. Dann auf zu den Wegelboots. Das kennen wir ja schon. Mal gucken, wo der schnellste... Ich meine, der schnellste Weg zum Schnellreisepunkt ist. Hier denn wieder. Pass bitte auf dich auf. Gucken wir jetzt bei der letzten Quest hier. Hier ist noch eine, das gibt's doch gar nicht. Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Wo sind das Händler für? Es hat ein rotes Dach. Weißt du, ob es noch steht? Alles war gut, bis sie's rausfand. Ihre Herrin hat heimlich Magie gewirkt. Hier stinkt's so. Was hast du jetzt vor? Stiefelabdrücke mit Schlamm aus der Kanalisation. Also doch wieder ein Umweg. Es ist einfach, Magier in diesem Haufen zu finden. Es ist einfacher, als du denkst. Du musst nur den richtigen Köder auslegen. Wie meinst du? Was ist denn? Bring das Gerücht auf, dass dein Vater krank ist und nur ein Trank ihn retten kann. Es wird einige Münzen kosten. Ist er lang gehörscht. Mach dir darüber keine Sorgen. Blut. Noch frisch. Aha. Hier wird nicht rumgehangen. Oh! Hab mich leid, Herr. Lang getorkelt. Und noch mehr Elend. Wie es aussieht. Besonders gut scheint es ihm nicht gegangen zu sein. Degeneration. Wirst du deinen Kunden je Respekt entgegenbringen? Wer Mist, den du verkaufst, tut doch in den Augen weh. Und? Ist das fehlt deiner Meinung nach? Der ganze Stahl. Was belästigst du ihn, du Made? Siehst. Hab ich dich, Hurensohn! Das war fast ein Zentner reinsten Fistichs, das du verbrannt hast. Weißt du, was das wert war? Na schön, Hexenmann. Nimm deine Kröten und zieh ab. Lass ihn zufrieden. Wunder über Wunder. Ein Hexer verteidigt einen Hexenjäger. Als nächstes setzen sich Mäuse für Katzen ein. Es ist mein Ernst. Ach ja? Na, dann machen wir Ernst. Ernst, Schwachkopf! Reißt euch zusammen, Jungs! Oh, ich hänge. Wie kann ich jetzt auch mal mir mein Schwert ziehen vielleicht? Die mal lang, die Jungs. Von deinesgleichen habe ich keine Hilfe erwartet. Du solltest nicht so schnell urteilen. Die Lektion wäre auch für deine Kollegen nützlich. Ja, ich habe viel Blut verloren. Ein Mediziner muss mich zusammenflicken. Schnell. Hilfst du mir? Na, ihr Hexenjäger seid aber höflich, wenn ihr was braucht. Gut, ich tu dir den Gefallen. Gegen mein besseres Wissen. Gib mir die Hand.
Ach, jetzt helfen wir auch noch den Hexenjägern. Götter! Ich bekomme keine Luft! Hilfe! Sei gegrüßt, Meister. Vernähe Rot mit Rot, Gelb mit Gelb, Weiß mit Weiß. Sehr lustig. Oh, eine zerbrochene Hake. Gott sei Dank habe ich da reingeguckt. So, jetzt machen wir sogar noch einen Abstecher ins Krankenhaus hier. So wird das nie was mit Rittersporn. Aber irgendwie konnte ich jetzt nicht anders. Musste dem armen verletzten Kerl helfen. Und das Schlimmste ist, jetzt habe ich nicht mehr was davon. Glaube von Skellige. Naja. Da können wir uns hier, glaube ich, schon wieder wegmachen. Die letzten wichtigen, überlebenswichtigen Medikamente hier mitgenommen haben. Jetzt haben wir einen Keller runter. Hier ist ja auch Tod und Verderben angesagt. Aha, Zähler? Oh nein. Oh ja. Ja, da bin ich ein Durchgang, aber sonst ist hier nicht viel los. Hilf mir! Nein, nein. Ach, wir sollen hier rausgehen. So, falsche Quest. Kabarett. Wo ist Lieferanten? Nee, schwarze Perle haben wir gerade erst angenommen. Typen habe ich gefunden. Ja, machen wir beim Kabarett jetzt mal weiter. Schweres Wort. Zwar irgendwo noch eine Quest da in der Nähe, aber. Ich hasse die verdammten Buben. Würde doch gerne mal irgendwas abschließen. So, ich wollte ja eigentlich auch zu einer Schnellreise, ne? Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Habe ich jetzt, glaube ich, verkackt. Na doch, beim Südtor bin ich jetzt relativ schnell. Sind hier die Wege gut hier hinten? Ach, Gottes Willen. Ah, los. Hm. Freut er sich. Das Furzgesicht. So. Gucken, ob die wieder Nachtisch aufgefahren haben für mich, wenn ich hier schon mal wieder vorbeischaue. Wo ist der Typ? In der Kreide. Aber du kneifst doch nicht, oder? Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Hm.
Hör mal, ich will nur diese Plakate haben. Sag mir, wo du sie hingetan hast. Dann lasse ich dich zufrieden. Tut mir leid, das geht nicht. Ich verwahre sie zusammen mit Erbstücken, die diesen Barbaren vor meinem Haus den Sabber aus dem Mund laufen lassen würden. Dann geh und hol sie selber. Ich warte hier. Wenn ich da ohne Geld aufkreuze, hauen sie mich zu Brei. Ich muss irgendwie meine Schulden zurückgewinnen, sonst kann ich nicht nach Hause zurück. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Schon müssen wir uns hier wieder um Kopf und Kragen reiten. Auf geht's, Freunde. Wir haben hier was durchzuziehen. Was hab ich denn hier für einen Gaul? Wie viel Ausdauer hat der denn? Wichtig ist ja eigentlich nur, dass du Ausdauer hast, wenn es drauf ankommt, kurz vorm Ende. Das ganze Rennen werde ich wohl kaum durchhalten. Ich würde jetzt ein bisschen aufbauen hier an dieser engen Stelle. Das reicht doch bestimmt, oder? Und Ziel! Sehr gut. Das war ja nicht so schwer. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Ah, Vorsicht! Wer hat denn hier noch eine... Nun... Der Graf? Der hat da irgendwie noch eine Mission für mich. Ist das oben? Ach, da komme ich doch hier wieder nicht hoch. Entschuldigung. Das könnte jetzt ein bisschen Randale schieben hier. Ach, der Rennleiter. Also Pferde rennen jetzt nicht nochmal. Nee, danke. Machen wir uns mal zurück nach Novigrad. Zu Rittersporn. Mal sehen, was wir jetzt noch alles für ihn machen müssen. Er nervt ja ein bisschen, der Bursche. Ja, los. Auf geht's. Wunderbar. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Schön. Heute ist große Eröffnung. Die Krönung des Abends. Eine Vorstellung des berühmten Duos von der Bulgärmeister Rittersporn und Priscilla. Was ist los hier? G-Dur an und. Ich hab's dir gesagt, es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Es bedarf einer Molltonart. Wie geht's, Dudu? Mittelprächtig. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Ich muss sagen, dein Menge ist eine tolle Nummer. Erinnere mich nicht dran. Ich bin reichlich angeekelt. Komm schon. Er war doch nicht so schlimm. Du verstehst nichts. Ein Doppler nimmt mehr an als nur das Erscheinungsbild. Ich weiß jetzt, was dem Halunken im Kopf herumspukte. Als ich er wurde, verging keine Stunde und ich verspürte den Drang einer Zauberin, die Finger zu brechen. Nach 2 Stunden wollte ich jemanden pfählen. Und dann packte mich eine paranoide Angst vor einer Dopplerverschwörung. Hast du nie überlegt zu gehen und Novigrad zu vergessen? Wieso? Um vom Regen in die Traufe zu kommen? Hier ist der Krieg noch nicht angekommen. Der Hunger steht noch nicht vor der Tür.
auch wenn die Zukunft nicht rosig ist. Aber du musst doch kein Mensch sein. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Formen angenommen. Doch das Leben als Mensch ist trotz allem am interessantesten. Immerhin regiert ihr Menschen die Welt. Dudu, sag mal, der Halbling Bieberfeld ist von einem wohlhabenden Kaufmann zu einem armen Schlucker geworden. Wie? Willst du die lange oder die kurze Version? Die kurze, bitte. Der Krieg. Ich dachte, Kaufleute profitieren vom Krieg. Manche schon, aber ich habe eine schlimme Schwäche. Ich bin ehrlich. Ich konnte aus dem Leid anderer keinen Profit schlagen. Ich habe Steuern gezahlt, ich habe die Bücher nicht frisiert. Dann sank ein Schiff beladen mit meinen Gütern. Irgendwie habe ich das überstanden, aber ein zweites fiel Plünderern aus Skellige zum Opfer und damit war ich pleite. Als die Inflation kam und die Zinsraten stiegen, war ich am Ende. Pass auf dich auf, Dudu. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Okay. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Gefällt es dir nicht? Aber ich dachte, ein Boudoir würde ganz auf deiner Linie liegen. Oh, du hast es ausgewählt. Nein, ich sage nicht, dass es schlecht ist, nur anders, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Aber je länger ich darüber nachdenke, du hast absolut recht. Ein Boudoir ist die ideale Kulisse für ein Kabarett. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Ja. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Natürlich. Bei dem ganzen Stress, den ich wegen dir hatte, bis man Schnappes. Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ja, das, ich kann nicht anders. Sie hat gesagt, dass du zugelegt hast und öfter baden solltest. Sehr witzig, Geralt. Du kannst mich mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben würde. Rittersporn lebt monogam. Ich war immer monogam. Jedenfalls fast. Habe nur auf die Musen gewechselt. Priscilla ist eine für deine Sammlung? Nein, sie ist die Krönung. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schaden. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr.
Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn, Priscilla, sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Götter, Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie. Bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt. Ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Da brauchen wir uns der Rittersporn nicht überlegen. Hier wird alles andere eingestellt, bis das Arschloch zur Rechenschaft gezogen worden ist. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Ja, die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Ja, auf geht's. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn es Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. So ist es. Geh voran. Arme Priscilla. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Na, mein lieber Herr Doktor, du hast aber nicht den sichersten Weg hier in deinem Labor oder was auch immer. Ein Wasserweib. Brenne! Aua! Moment, hier liegt noch was. Sekunde. Ich komme. Ah, schon wieder? Ist ja scheiße gefährlich hier unten. Das jetzt,
Und weg damit. Wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen. Aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist ihr klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Joachim, wann sind wir denn da? Nimm die Leiter. Jawohl, mach ich. Wir sind da. Komm, je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut, wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Sekunde mal, das nervt mich. Dass ich überhaupt nichts sehe. Kurz mal ein bisschen was einstecken zwischendurch. Boah, hab ich mich erschreckt. Ich dachte, du ziehst mir einen über den Kopf. Weil der Blödmann gerade seine Armbrust weggesteckt hat. Ja, ist gut, wo müssen wir denn hin? Ruhe. Menschlich. Falsche Leichensorte. Suchen wir weiter. Aber Luz nehme ich gerne mit. Geh doch mal aus dem Weg. Joachim. Mach Platz. Das ein oder andere von deinem Zeug kann ich mit Sicherheit nochmal gebrauchen. Oh. Katze wollte ich jetzt nicht unbedingt ausmachen. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Aha. Hab ich. Geht's hier noch weiter? Wir kommen doch bestimmt wieder raus, oder? Nee. Tagebuch eines Feuerschluckers. Naja. So, hier. Porträt der alten Völker. Oh, Salpeter ist, glaube ich, nicht unwichtig als Zutat. Er fragt sich auch, was ich hier mache. Oh, was ist er denn hier für ein... Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Ach du je. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Eieiei. Das ist ja tatsächlich nicht. Nicht gerade angenehm. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da?
Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Kleiner Cliffhanger für euch. Bevor wir jetzt die Geschichte hier abschließen und uns an dem Arschloch rächen, das Priscilla schwer verletzt hat, machen wir jetzt erstmal Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter hier bei The Witcher 3. Und wir gehen der Sache mal genau auf den Grund. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Denkt an den Daumen. Freue ich mich sehr drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.